Ein herzerfrischendes Moin Moin und Moin. willkommen zur neuen Serie Star Wars The Old Republic mit dem Pyro Micha und mir, ja, mein Partnerkanal und ich. Wir sind jetzt endlich beide auf YouTube unterwegs, nicht nur auf Twitch beim Pyro Micha, sondern jetzt ist er auch auf YouTube. Wir beide haben uns gedacht, wir spielen eine Runde Star Wars The Old Republic Hallöchen. Zusammen. Ja, hier seht ihr meinen ganz normalen Charakter, aber wir fangen ganz, ganz klein nochmal an. Klein. Charakter erstellen. Ja, Level 1. Ich erstelle auch einen Level 1 Charakter. Von Anfang an. So, und was machen wir? Was ja. Müssen haben? Wieder Jedi Wächter, Jedi Hüter, Jedi Wächter. Ich mach wieder Haut drauf. Du machst Haut drauf. Was haben wir denn? Lass mal gerade gucken. Erweiterte Klassen. Schatten, Jedi Schatten, das hat er auch cool, aber. Oh, so, verdammt. Jedi Hüter. Ich muss nochmal in den Kartell. Guter. Ich muss nochmal gerade in den Kartellmarkt. Sorry, Leute. Ich muss nochmal gerade verlassen, meine Charakterauswahl. Verdammt. Ach so. Ich muss da noch eine Rasse freischalten, Leute. Sorry. Ich hab mich in der Rasse vertan. Oh, sorry, Leute, an die von Hannibal, die Zuschauer. Das zieht sich jetzt ein bisschen. Ja, kann passieren, muss aber nicht. So, Jedi Wächter. Nein, die will ich nicht freischalten. Ja, Jedi Wächter geht natürlich mit zwei Lichtschwertern durch die Gegend. Wow. Sieht natürlich richtig cool aus. Nö. Wo Jedi Gelehrter. Jedi Gelehrter hat natürlich den Vorteil, dass einer von uns heilen kann. Ich frage mich jetzt gerade. Wenn du Jedi Hüter machst und ich Jedi Gelehrter, dann kann ich dich heilen, wenn du tankst. Und Schaden austeilen kann, dann können wir ja beide gut. So ist ja nicht. Und wir kriegen schnell eine Gruppe für die Flashpoints. Okay. So. Ich will schon mal den Jedi. Gelehrten, wir sind ja beide, starten wir auf Typhon. Den möchte ich haben. Zack, Katsching. So, der Hannibal hat ja die Kata freigeschaltet. Das ist mir eindeutig zu katzengleich. In katzengleicher Anmut schwingt der Hannibal sein Lichtschwert. So, welche Klasse soll ich jetzt machen? Jedi Hüter. Ich mache Jedi Gelehrten. Ich soll tanken. Dann hast du die Tankfähigkeit. Ich soll tanken. Auftanken. Ja, du aber sollst auftanken. Natürlich. Bist du wahnsinnig? Und wenn schön Euro 5. Wahnsinnig, ich tanke nicht. Warum Weil nicht? Weil ich in dem Spiel schon mal getankt habe und festgestellt habe, ich kann besser Schaden machen. Der kann aber genauso auch zwei Schadensmöglichkeiten, so ist nicht. Kannst du Jedi-Hüter auch sehr gut auf Schaden spielen. Botschafter kannst du genauso gut auf Schaden spielen. Ich will aber meine zwei Lichtschwerter haben. Gelehrten. Gut, er macht den Nadidi. Alter, wieso hat sie. Warum sind die denn jetzt nicht. Ich bin Minion. Hast die Kisten auch aufgemacht? Hast du deaktiviert? Okay, ich muss nochmal zurück. Ich hab eine Spezies im Kartellmarkt freigeschaltet. Warum? Ja, die musst du auch dann aus dem Kartellmarkt ins Inventar nehmen, dann aktivieren, dann hast du die auch überhaupt erst. Okay. So, ich nehme ein Schiss. Eigentlich nicht die klassische. Ich wollte gerade fragen.
So. Schauen wir einfach mal. Ah, jetzt. Oder? Nee. Nee, denke mal. Cyborg ist auch nicht unbedingt. Twi'lek. Freischaltung erfolgreich. Schauen wir mal die Miralianer in der Zwischenzeit mal an. Möge die Macht. Sorry. Jo. So, jetzt aber. Aller Anfang ist schwer, schon lange nicht mehr gemacht. Diese Fliege bringe ich gleich um. Ich spring dich um. Gut, dann spielen wir jetzt einen Hüter. Kämpfen ist der beste Weg zum Sieg. Da sind sie! Alter, die sieht ja schon speziell aus. So. Und Zabra. Nee, die sehen. Nein. So, welche Frisur nehmen wir denn da? Auf mein Wort. Eine etwas verwegenere. Ja. Die Haarfarbe. Spiele ich ein Mädel oder spiele ich ein Männel? Kannst du halten, wie dachte ich. Oh, die Hautfarben sind ja böse, ne? Boah. So. Zufälliger Name, Rosmado. Ist ja nicht schon. Nee, der Charakter muss. Ach. Also mein Charakter. Schauen wir mal, ob Hannibal. Mein Charakter muss wohl ein bisschen schlanker sein. Das schauen wir mal. So. Oh Gott, Leute. Ich kann mich nicht entscheiden. Halt, bleib mal hier. Macht wird mich leiden. Tauriulas. Also ich spiele diese Rasse jetzt gerade übrigens zum ersten Mal. Haha, wie soll es auch anders sein? Ich. Lostergas. Nicht zu kämpfen ist der beste Weg zum Sieg. Ja, nicht zu kämpfen ist der beste Weg zum Sieg. Na, das wollen wir mal ausprobieren. Schmuck? Ach da. Ja, ich glaube so. Ein bisschen übertrieben, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, was ich hier gerade mache. Nicht zu kämpfen ist der beste Weg zum Sieg. Ich bin mal gespannt, was er da gerade zusammenbaut. Das willst du gar nicht wissen. Gut, dass ich meine Sachen etwas später hochlade als er, weil ich muss meinen YouTube-Kanal noch vorbereiten. Was ich schade finde, ist, dass die Rassen an sich die gleichen Stimmen behalten. Das finde ich. Ja. So, nennen wir ihn Venus. Möge die Macht mit uns allen sein. Ja, möge die Macht mit was uns allen sein. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich kann mich nicht entscheiden. Och je. Hör doch. Was haben wir denn für Ausrüstung? Leichte Kleidung natürlich. Ja, eigentlich müsste das die gleiche Hautfarbe haben. Ja, wir sind ja ein Fern-DD. Ich trinke mal in der Zwischenzeit kurz. Prost! Ah, nehmen wir rot. Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden! Was? Ist gut, Darth Maul. Was hat das damit? Hä? Wenn du Sabrak spielst, das Nein. ist Darth Maul. Doch. Nein. Oder machst du Twi'lek? Nein. Toguta. Ach du liebes bisschen. Ja, aber ich finde das schade, dass die Stimme die gleiche ist. Ich sag euch, die Folge endet damit, dass ich meinen Charakter vielleicht mal fertig habe. Aber ich glaube, jetzt bin ich glücklich. Er wird ein bisschen kleiner bei mir als sonst. Normalerweise nehme ich immer diesen muskelbepackten Riesenklotz. Aber der fällt hier jetzt weg. Jetzt sehen wir noch mal einen Namen. Wie nennen wir den Namen denn? Enemy Miste? Nimm den zufälligen.
mehr frei ist. Das sind ja wenigstens echte Star Wars Namen. Yippie! So. Press Rosur. Na super. Use-den. Use your set. Sexy. Gott. Sexy. Okay. Sexy lady. Quirsi, oh Gott. Sollte was sein. Jaja Bings. Dia Show. Jaja Bings. Ich hatte gerade Dia Show als Auswahl. Die Macht wird mich leiten. Oh Gott. Sag Bescheid, wenn ich auf Spielen klicken kann. Weil dann kommt das epische Intro. Ja, es ist episch. Wer was anderes behauptet. Es ist Standard. Der ist doch nett. Ich hoffe mal, dass der Charakter jetzt frei ist, deswegen gehe ich jetzt mal auf Spielen. Name nicht verfügbar. Bereit? Wenn der Name frei ist, ja. Nein. Sag Bescheid. Ja, wenn ich denn mal irgendwann einen Charakternamen habe. Bereit. Ladescreen. Und? Und das Handy. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. So, und bereit. Ich bin noch am Fliegen. Memo an mich, nicht die Kisten öffnen. So. Also der Hannibal wird mich gleich als das erste Mal sehen. Ja. Im Spiel zumindest. Real haben wir uns ja schon getroffen. Ja, und wir waren in Wilhelmshaven. War ein richtig geiler Tag. Jo. Mind Factory, was sonst? Hehehehehehehe
Ich bin gerade in der Sprachstory. Ja, da komme ich jetzt auch hin. Ah, Padawan. Ich habe eure Fähre gehört. Ich bin Meister Sio Bakarn vom Rat der Jedi. Willkommen auf Typhon. Dies ist die uralte Heimat des Ordens, wo die Jedi entstanden sind und unsere begabtesten Padawane ihre Ausbildung beenden. Ich bin überrascht, dass jemand vom Jedi-Rat mich in Empfang nimmt. Ich wollte den Schüler sehen, von dem alle reden. Eure Lehrer berichten, dass ihr schon als Kind eine äußerst starke Verbindung zur Macht hattet. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Leider ist eure neue Meisterin noch nicht hier. Yuan ließ ihre Ausgrabung zurück und kommt nach Typhon, um euch auszubilden. Ist Meisterin Yuan Archäologin? Sozusagen. Vergesst als ihr Padawan niemals eure Grundausbildung oder den Jedi-Kodex. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Ist der Hannibal durch? Ist. Yuan, da seid ihr ja endlich. Du bist also eingetroffen, okay. Mein Padawan. Leider ist keine Zeit für eine Begrüßung. Die erste Krise steht bereits bevor. Zu euren Diensten, Meisterin. Typhon ist eine Schatzkammer voll alter Jedi-Relikte. Kürzlich entdeckten unsere Forscher mehrere Leer-Hologramme, doch sie wurden nicht vollständig untersucht. Die Hologramme stammen vielleicht von den Gründern des Jedi-Ordens. Sie sind schlichtweg unersetzlich. Aber eine Gruppe Fleischräuber macht seit neuestem das Gebiet unsicher. Die kostbaren Hologramme sind in Gefahr. Fleischräuber sind mir nicht bekannt. Die Fleischräuber stammen von Typhon. Wilde Kannibalen, die alles und jeden zerstören. Auch die Hologrammprojektoren. Kampftruppen treiben die Fleischräuber zurück, aber die Bergung der Hologramme wird deine erste Aufgabe sein. Nein, Yuan setzt keinen Padawan den Fleischräubern aus, auch nicht für wertvolle Artefakte. Einen Padawan, der mit 4 Jahren schon mehr Macht in sich trug als ich mit 15. Gute Schüler. Ist der Hannibal jetzt fertig? Noch nicht. Ich verstehe meine Aufgabe. Ich berge also die Hologramme und achte auf Fleischräuber. Wo soll ich anfangen? Die Hologramme sind in den Narts. Sei vorsichtig. Das Gebiet hat so seine Tücken. Wenn es Probleme gibt, ruf mich mit diesem Holokommunikator. Wenn du die Hologramme hast, triff mich beim Jedi-Tempel. Wir haben viel zu besprechen. Jo, und bereit sind wir für unsere erste Quest. Er soll jetzt das Taxi nehmen. So. Jo, ich warte am Taxistand auf dich. Stufe 70 Jedi Schatten, Amidal, ist legendärer Spieler. Oh Gott, okay. Da hat jemand Langeweile. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäfte. Der Weg eines Sees ist okay. Passen Sie auf sich auf. Also die Grafik ist selbst nach den ganzen Jahren immer noch schön. So. Da kommt jemand. So, warte mal. Erstmal hier Gruppe einladen. Und zweitens Freund. Freund. Freund oder Feind? Zur Freundesliste hinzugefügt. Okay. Istra. Fische sind Freunde, kein Fressen. Oh Mann, komm. Was? Da war ein Filmzitat. Hallo. Ja, jetzt hast du das Gespräch schon begonnen. Padawan, komm zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Ich bin immer schon davon ausgegangen, dass meine Prüfungen eine Herausforderung sein würden. Normalerweise minimieren wir die Gefahr, bis ein Padawan sich eingelebt hat und ausgebildet wurde. Ihr seid Yuans Schüler, richtig?
Wir könnten eure Kampfkenntnisse sicherlich gut gebrauchen. Die Kurzversion ist, dass Fleischräuber das Trainingsgelände überrannt haben. Und nun ist eine Gruppe Padawane ohne jegliche Kampfkenntnisse in den Hügeln gefangen. Meisterin Yuan erwähnte die Einheimischen kurz. Sie sind Wilde, die von Zeit zu Zeit die hiesigen Siedlungen überfallen und diejenigen verzehren, die ihnen in die Hände fallen. Vor dem heutigen Tag dachten wir, dass sie Technologie nicht verstehen würden. Aber nur so, das waren bei mir quasi auch die ersten Schritte. Die noch nicht einmal Selbstverteidigung gelernt. Entschuldigung. Sagt mir nur, was ich tun soll. Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe hier einen Sender. Wenn ihr die Padawane findet und den Sender aktiviert, werden wir so schnell wie möglich eine Evakuierungsfähre schicken. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. So, da haben wir unsere erste Quest angenommen. Unsere Charaktere erstellt. Mit Hindernissen. Mit kleinen Hindernissen. Meinerseits. So, und damit sind wir auch am Ende, denke ich mal, unserer beider ersten Folge. Ja. Etwas überschritten die Zeit, aber egal. Ja, es war ja jetzt nur die Erstellung. Die nächsten Folgen werden dann normale Länge haben. Meinst du? Ja. Gut, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten. Ciao.